Porto ist die Hauptstadt des gleichnamigen Distriktes in Portugal und liegt am Rio Douro vor dessen Mündung in den Atlantischen Ozean. Mit ca. 237.000 Einwohnern ist sie nach Lissabon die zweitgrößte Stadt des Landes. Porto ist eine der ältesten europäischen Städte, sie wird gern als die Hauptstadt des Nordens bezeichnet. Seit langem sieht sich Porto als heimliche Hauptstadt Portugals, weil sie immerhin die Namensgeberin des Landes ist. Porto ist bis heute eine Handelsstadt mit einer alteingesessenen Kaufmannschaft, in der sich Wirtschaftsmacht und Reichtum konzentrieren. In Porto sagt man, dass hier das Geld verdient wird, das in Lissabon mit vollen Händen ausgegeben werde. Schauen wir uns einmal Porto etwas an. Dafür nehmen wir den Hop-on-Bus und machen eine kleine Stadtrundfahrt von einer Stunde. Alle halbe Stunde fährt ein Bus und man kann einfach ein- und aussteigen. Ein Ticket für 2 Tage inklusive einer Bootsfahrt kostet 24 Euro. Es gibt eine rote, grüne und blaue Linie, die man benutzen darf. Dabei ist nicht die Farbe des Busses maßgebend, sondern wie er angeschrieben ist. Wir stiegen einmal in diesen gelben Bus, da hieß es sofort: Nun stopp, das ist eine andere Kompanie. Liebhaber von alten Gebäuden sind hier genau richtig. Es fallen vor allem die gebrannten Kacheln an den Hauswänden auf. Je näher man zum Atlantik kommt, umso moderner sind die Gebäude. Wir kommen ganz im Westen der Stadt am Atlantik an. Hier wendet der Bus und fährt am Ufer des Rio Douro wieder zurück. Die Brücke Ponte de Arrabida wurde von Edgar Cardoso gebaut. Edgar Cardoso ist in Portugal geboren und starb am 5. Juli 2000 mit 87 Jahren in Lissabon. Am Schluss der Fahrt überqueren wir die Brücke, Ponte Luisi. Eröffnet wurde sie am 31. Oktober 1886 nach 6-jähriger Bauzeit. Sie verbindet Porto mit der Stadt Vila Nova de Gaia. Gebaut wurde sie vom Belgier Theophile Seyrich. Seyrich hatte bereits mit Gustav Eiffel die 500 Meter weiter flussaufwärts gelegene Brücke Ponte Maria gebaut. Die Brücke ist 45 Meter hoch und 385 Meter lang. Sie hat 2 Ebenen. Zuoberst fährt die Stadtbahn, die Metro do Porto. Unten ist die Fahrspur der Fahrzeugen. Von der Brücke aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Rio Douro. Auf dem rechten Ufer fährt die Drahtseilbahn Porto dos Guindaes. Die ursprüngliche Seilbahn,
entworfen von Raoul Messnier, wurde am 4. Juni 1891 eröffnet und schloss zwei Jahre später wegen eines schweren Unfalls am 5. Juni 1893. Die Bahn hat eine Länge von 281 Meter. Die Höhe beträgt 61 Meter und die Steigung 55%. Auf der Gegenüberseite befindet sich eine Gondelbahn. Mit ihr kann man für 2 Euro inklusive einem Gutschein für ein Glas Vino Porto von der Brücke hinunter zum Hafen gondeln. Unten befinden sich die verschiedenen Portweinproduzenten, wie Sandemann, Ferreira und so weiter. Die Fahrt dauert nur ein paar Minuten. Wer Porto besucht, sollte auch die 6-Brücken-Fahrt auf dem Rio Douro mit dem Schiff machen. Kaum sind wir losgefahren, da sieht man am Horizont Rauch aufsteigen. Ein Gebäude mit drogenabhängigen brennt lichterloh, wie sich später herausstellte. Die Ponte Dom Luisi ist die erste Brücke auf der 6-Brücken-Fahrt, die es zu sehen gibt. Meter flussaufwärts kommen wir nun zur Ponte Infante. Gleich daneben ist die Brücke Ponte Maria. Diese wurde vom Ingenieur Gustav Eiffel gebaut. Das Royal College of Orphans wurde im Jahr 1651 gegründet, um die vielen Waisenkinder in dieser Zeit von den prostituierten Frauen aufzunehmen und kirchlich zu erziehen. Die Brücke Ponte de São João, gebaut von Edgar Cardoso, ist 1140 Meter lang und wurde im Jahr 1991 eröffnet. Kurz bevor wir zur 5. Brücke kommen, wendet das Schiff und fährt wieder flussabwärts zur Ponte Dom Luisi zurück. Wir sind wieder beim Ausgangspunkt zurück und fahren nun weiter Richtung Atlantik. Die Fahrt zur 6. und letzten Brücke bietet einen tollen Ausblick auf die alten Gebäude von Porto.
Wir kommen zur letzten Brücke der Sechsbrückenfahrt, die Ponte da Arrabida. Mit 70 Meter Höhe und 270 Meter Spannweite war sie im Jahr 1963 die größte Stahlbetonbogenbrücke der Welt. Wir sind zurück im Hafen. Das Feuer scheint inzwischen gelöscht worden zu sein. Porto war die erste Stadt Portugals, die den elektrischen Straßenbahnverkehr einführte. Bereits im Jahr 1895 nahm die erste Linie den Betrieb auf. Im Jahr 1950 erreichte das Straßenbahnnetz von Porto eine Streckenlänge von 182 Kilometern. Seit den 1960er Jahren wurden immer mehr Straßenbahnlinien durch Busse ersetzt. Heute ist es die Metro Porto, die die große Nachfrage befördert. Werfen wir noch einen Blick auf die Einkaufsstraße Rue de Sainte Catherine. Hier kann man sehr kostengünstig einkaufen. Beim Elektrofachgeschäft FNAC kann man zur vollen Stunde ein Glockenspiel hören. Bei den Fußgängerampeln spielen die Farben anscheinend keine Rolle, auch bei Rot wird die Straße überquert. Die Kastanien, wie die Maronis in Portugal genannt werden, sind weißlich, weil sie mit Salz geröstet werden. Hier verlassen wir die 200.000 Einwohner zählende Stadt Porto und freuen uns auf ein Wiedersehen.